So, Mahlzeit, Leute. Schön, dass ihr da seid. Heute müssen wir einmal am Golf 1 den Keilriemen wechseln. Das geht eigentlich recht zügig. Dafür müssen wir einmal den Luftfilterkasten lösen. So, sind das hier die drei Klammern. Zack, zack, zack. Diese Schraube hier einmal lösen. So. Hier müssen wir den Luftschlauch einmal raushängen, den Unterdruckschlauch rausziehen und dann können wir den ganzen Luftfilterkasten hier einmal zur Seite legen. So, nun sind wir hier am Keilriemen, der über den Generator auch läuft. Dafür müssen wir natürlich diese Mutter hier lösen, sowie die Schraube, die hier einmal von unten in den Generator reingeht. Dafür haben wir auf der Seite so eine kleine Serviceklappe. Ich zeige euch das mal. So, diese kleine Serviceklappe sitzt hier genau auf der Position. Da müssen wir einmal mit dem Schraubendreher hier die Blende abknebeln und dann darunter die Schraube, die durch den Generator geht, einmal lösen, damit wir den dann auch entspannen können. So, hier drunter befindet sich jetzt die Schraube. Mal gucken, das jetzt wahrscheinlich, weil das ist ein Inbus, so wie ich das sehen, so wie ich das fühlen kann. Das muss ich einmal testen. Schauen, was das für ein Inbus ist. Das ist jetzt zu groß. So, da gucken wir mal, ob wir da reinkommen. Ja. Dann einmal. Ach, so, gut gelöst. So, das reicht schon. Dann nehmen wir uns einmal einen 13er Schlüssel und lösen die Lichtmaschine hier noch. Und dann können wir die Lichtmaschine eigentlich hier bewegen. Ich glaube, damit das insgesamt ein bisschen einfacher geht, löse ich jetzt hier auch noch einmal. So, ach so, ja, genau. Jetzt ist nämlich der ganze Halter hier, ist alles hier runtergekommen. So, jetzt haben wir hier die Lichtmaschine komplett los. Das heißt, wir können den Keilriemen jetzt hier drüber ziehen, einmal rausnehmen und gegen einen schönen neuen Keilriemen einmal austauschen. Ist der Keilriemen drauf, spannen wir die Lichtmaschine wieder. Und ziehen dann wieder alles fest. Ist noch ein bisschen locker, muss man dann immer noch mal nachspannen. Das sieht gut aus.
Dann ziehen wir die Schraube hier hinter den Gehäusedeckel wieder an. So, dann stecken wir hier die Abdeckung wieder rein. So, ziehe noch einmal alles nach. So. Und dann hätten wir den Keilriemen hier auch erneuert. Ist bei dem Modell ganz einfach. Wir haben keine Spannrolle oder ähnliches. Haben wirklich nur drei Riemenscheiben, die darüber angetrieben werden. Sehr einfach nachzumachen. Dann müssen wir jetzt den Luftfilterkasten wieder drauf bauen. Dafür stecken wir den Luftfilter hier wieder rein. Achten darauf, dass die Klammern auch hinten sind und nicht irgendwo zwischengeklemmt werden. Dann achten wir darauf, dass der Luftfilter wieder richtig an seine Position kommt und machen dann die Klammern fest. Stecken den Schlauch hier wieder rein und ziehen die Schraube oder diese Mutter hier einmal fest. So. Luftschlauch hier wieder. So, können wir wieder Frischluft ziehen. Und dann gilt es noch hier den kleinen Schlauch drauf zu machen an die Abwärme vom Abgaskrümmer. Ich würde sagen, alles erfolgreich erledigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, gebt mir einen Daumen hoch. Abonniert mich, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, denn abonnieren ist kostenlos. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.